So, meine Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon XY News Video. Heute habe ich ein paar Informationen für euch, bei denen es sich lediglich um Gerüchte handelt. Das heißt, bitte geht jetzt nicht davon aus, dass Folgendes, was ich euch erzähle, zu 100% stimmt. Es sind aber Gerüchte, die zurzeit wirklich am Brodeln sind. Ich habe diese Gerüchte aus der deutschen Pokémon-Fanseite Pokefans. Wenn ihr dort mal vorbeischauen wollt, gerne zu. Oder wenn ihr euch all das, was ich jetzt hier erzähle, nochmal selbst lesen wollt, nachschauen wollt, was weiß ich, verlinke ich das in der Beschreibung. Also einfach mal einen Blick in die Beschreibung, das lohnt sich, ja. Und es ist wirklich eine Menge, was jetzt alles kommt. Ich habe mich dazu entschlossen, weil hier Sayu hat ja in ihrem Part darüber geredet, meine Freundin. Und ja, viele haben gesagt, ja, wo hast du die Informationen her? Ich habe davon nichts gehört, ja. Und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich schon so eine Reihe mache, dann kann ich ja auch mal hier etwas nehmen, was wahrscheinlich viele interessiert. Und es sind, wie gesagt, nur Gerüchte. Und ich möchte nicht lang drum rumreden, das Video soll nicht allzu lang werden. Es sind aber folgende Gerüchte jetzt im Umlauf. Man munkelt, dass in Pokémon X und Y 130 neue Pokémon hinzugefügt werden sollen und sich der Nationaldeck so auf 779 Pokémon erweitert. Finde ich ehrlich gesagt echt krass. 130 neue Pokémon, das hätte ich nicht erwartet, dass es so viele sind. Aber umso mehr freut es mich, dass es dann doch so viele sind, weil, keine Ahnung, das ist gerade so ein Überraschungseffekt. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es 130 neue Pokémon werden sollen. Natürlich ist es noch nicht bestätigt, aber wenn es wirklich stimmt, dann wäre das natürlich genial. Dann gibt es neue Informationen zu den Wasserstartern. Zu den Wasserstartern, was meine ich da? Zu den Starter-Pokémon. Igamaro, das Pflanzen-Pokémon, soll sich auf Level 18 entwickeln. Und auf Level 36 nochmal. Und sein Endtyp soll dann Pflanze Unlicht sein, was ich ziemlich cool finde. Aussehensmäßig soll sich Igamaro dann im Laufe seiner Entwicklungsstadien so entwickeln, dass es mehr Stacheln bekommt und eher so, ja, so ein Verteidigungsigel ähnelt. Wisst ihr, halt so, ich weiß nicht, ob ihr die Stachelratte aus Yu-Gi-Oh! Kennt. Ja, so in etwa, ja. Irgendwie sowas in der Art halt, ja. Finx soll sich auch auf Level 18 und 36 entwickeln und soll den Endtypen Feuer-Psycho haben, also wie man es vorher auch schon vermutet hat. Finx soll einfach nur von der Größe ansteigen und dann eine Halskette bekommen. Froxy, das Frosch-Pokémon, soll sich dann auch auf Level 18 und 36 entwickeln und hat den Endtyp Wasserkampf und soll dann einem schlanken Ninja-Frosch ähneln, der sehr auf Geschwindigkeit aus ist. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann eine Wasserkampfversion von Gewaldro da hätten, weil Gewaldro ist ja auch so ähnlich. Und ja, fände ich natürlich ziemlich cool, wenn das dann am Ende wirklich so hinkommt. Wasserkampf wäre ein sehr cooler Endtyp, Feuerpsycho auch und Gras Unlicht auch. Also alles Typen, die wir so in der Form noch nie bei Starter-Pokémon gesehen haben. Dann gibt's Neues, oder ja, munkelt man Neues zu den Gerüchten, zu den Entwicklungen, so. Löfio, dieser Feuerlöwe, soll sich auf Level 15 einmal entwickeln und dann zusätzlich nochmal auf Level 32 und soll den Endtypen Feuergift haben. Also auch einen Typen, den wir so in der Form noch nie gesehen haben. In irgendeinem Pokémon-Game. Iguana, dieses Elektro-Vieh, was bisschen Flunky verähnelt, wie ich finde, soll sich auf Level 35 zu Solaragon entwickeln und halte dann den Ententypen Elektrodrache. Elektrodrache hat eigentlich in der Form nur Seekrom und Elektrodrache so als Non-Legi für ein Spielverlauf-Team fände ich schon ziemlich cool, wenn ich ehrlich bin. Besonders, weil Elektro ein strategisch, besonders in-game, sehr nützlicher Move ist, den man immer braucht, weil es in den Spielen immer viele Wasser-Pokémon gibt. Wasser ist, glaube ich, der Typ, der am häufigsten vorkommt. Und da braucht man einfach ein Elektro-Pokémon, damit man diese schnell besiegen kann, wie ich finde. Kleine Regel meinerseits. Uhafnir. Uhafnir soll zwei Vorstufen haben, wobei Uhafnir dann die letzte ist. Auf Level 30 soll sich das Pokémon dann halt zum ersten Mal entwickeln und auf Level 45 soll es dann ein Uhafnir werden. Und Uhafnir ist ja vom Typ Normaldrache. Cooler Typ, wie ich finde, by the way. Ja. Und ansonsten hat man noch was zu Datiti, dem Feuervogel, gesagt. Datiti entwickelt sich auf Level 14 zu Fiaro und Fiaro soll sich auf Level 30 nochmal zu einem Pokémon namens Scorchalk entwickeln. Wie das aussieht,
Seien wir mal gespannt. So. Da haben wir noch Flauschling, das Feen-Pokémon. Das soll sich mit einem Mondstein zu Candelix entwickeln können. Und Parfi, sein Pendant aus der anderen Edition, soll sich mit einem Mondstein zu Apothigo entwickeln. Ein Pokémon vom Typ Fee-Flug. Ansonsten kennen wir noch Scampisto, das krabbenähnliche Pokémon. Das Krabben-Pokémon. Das soll sich auf Level 28 zu einem weiteren Pokémon entwickeln, was dann den Typen Wasser-Elektro hat. Also so eine Art, Mischung aus Kingla bzw. Krebutak und Landhorn. Algitz, das Seepferdchen, das Pendant, Scampisto und Algitz sind ja beide versionsexklusiv. Algitz soll sich auf Level 28 dann zu Westleap entwickeln. Ja. Sonst munkelt man noch, dass es ein Minotaurus-ähnliches Pokémon geben soll, vom Typ Fee-Kampf mit hohem Angriffswert. Dann soll es noch eine dreistufige Delfin-Serie vom Typen Wasser-Psycho geben. Zusätzlich noch eine dreistufige Ameisenserie von Typ Käferfeuer. Fände ich ziemlich cool. Käferfeuer. In der Form, glaube ich, auch noch nie gehabt. Eine dreistufige Unlicht-Pokémon-Serie basierend auf einem Jaguar. Genial. Jaguar ist ein starkes und koralles Tier, das im Dschungel lebt, glaube ich. Ja, Jaguar lebt im Dschungel, ne? Oder war das der Puma? Ach, keine Ahnung. Oder lebt ein Jaguar in der Steppe? Ach, was weiß ich. Ja, sonst soll es noch ein Elektro-Unlicht-Gepard geben. Geniale Typen-Kombo. Gramokles, das Schwert-Pokémon, soll ein eigenständiges Pokémon sein. Sprich, es hat keine Entwicklung, keine Vorentwicklung. Ein Nymphen-Pokémon soll es dann auch noch geben. Und Flunkiefer, Zobiris, Porenta, Dumisel und Baldorfisch sollen eine Entwicklung erhalten. Ja, also Flunkiefer, Zombiris hat man ja schon gemunkelt, aber dass Dumisel, Baldorfisch und Porenta noch eine bekommen, finde ich top. Dumisel hätten sie lassen können, aber Baldorfisch und Porenta in der Entwicklung, Chocbüsel. Miltank, Tauros, Yuitesto, Karadonis und Ordoch sollen eine Vorentwicklung erhalten. Hierbei kann man sich denken, dass Miltank und Tauros beide eine Vorstufe bekommen, die dann die beiden Entwicklungsstränge vereint. Genauso wie bei Yuitesto und Karadonis. Ja, Ordoch. Ja, sowas wie Chanera dann, denke ich mal. Mewtwo bekommt dann eine Form, oder Mewtwo soll eine Form bekommen, die für Pokémon X und für Pokémon Y variiert, ja. Also, die derzeitige Form soll wirklich nur für Pokémon Y sein. Die von Pokémon X steht anscheinend noch aus. Evoli soll dann halt noch neben Felinara eine weitere Gift-Evolution namens Toxion bekommen. Fände ich sehr plausibel, denn immer wenn bis jetzt eine Evoli-Entwicklung dazugekommen ist, war es so, dass zwei Evoli-Entwicklungen in derselben Generation rausgekommen sind. Nach Dara, Psyana und Leafeon und Glaceola. Und jetzt nochmal Felinara und Toxion. Fände ich sehr plausibel, besonders weil diese Typen sich dann ja sozusagen entgegenstehen. Genauso wie Psycho und Kampf beispielsweise. Oder Psycho und Unlicht. Ja. Dann soll hier Auretto. Ist so ein Typ Pflanze Geist. Auretto ist ja dieses Baum-Pokémon, was man auch ein bisschen hier so vermutet hat. Ist so ein böser Baum. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt auf jeden Fall mal nach. Ich muss jetzt auch mal kurz auf Auretto klicken. Moment, Auretto. Das ist dieses Baum-Pokémon. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon bestätigt worden ist. Wenn ja, könnt ihr es mir ja in die Kommentare schreiben. Würde mich jetzt gerade interessieren. Flunkiefer, Pipi, Milotic und Pikachilla sollen den zwei Typen Fee bekommen. Pikachu hingegen nicht. Was ich sehr begrüße. Pikachu ist eigentlich keine Fee in meinen Augen. Pikachu soll Mono-Elektro bleiben. Sonst gibt es hier noch weitere Informationen zu den Feentypen. Der Feentyp soll effektiv gegen den Typen Drache, gegen den Typen Unlicht und den Typen Kampf sein. Team Flair ist bereit, Team Flair hat wie, ich glaube, im letzten Newspart bereits erwähnt, das Ziel einfach reich zu werden, und dabei besetzen die auch alle Energiequellen in Kalos, also in der Kalos-Region. Der Feentyp hat, Feenwind hat einen Basisschaden von 60 und ähnelt dann vom Effekt her Attacken wie Antikraft, Silberhauch und Unheilwöhn. Und Dunkelaura, ich glaube, das ist der Move von Iventhal, bin mir nicht sicher. Ist eine Unlichtversion von Erdbeben, sprich 100 Trefferquote und 100 Schaden.
Ansonsten soll es noch eine neue Fähigkeit geben, die gegen Tarnsteine und Stachler immun macht. Ja. Und sonst. Genau. Sonst wurde noch hier bekannt, welche Typen, oder nicht bekannt, aber man munkelt sonst noch hier die Typenzugehörigkeit der Arenaleiter. Beispielsweise soll die erste Arena Käfer sein, die zweite Fee, die dritte Elektro, die vierte Gestein, die sechste Flug, die achte Pflanze. Die erste Käfer, die zweite Fee, die dritte Elektro, die vierte Gestein, die fünfte Flug, die sechste Pflanze, die achte Feuer, die siebte Feuer, das kann ich gar nicht mehr zählen, und die achte Unlicht. So, und das wäre dann, also die Unlicht-Arena wäre dann übrigens die erste Unlicht-Arena, die man jetzt überhaupt in Pokémon spielen hätten, nach sechs Generationen, wobei man die erste ja nicht mitzählen kann, weil es da den Unlicht-Typ noch gar nicht gab. Die Top 4 sollen dann bestehen aus dem ersten Mitglied, das Käfer-Pokémon benutzt, das zweite Mitglied, das Psycho-Pokémon benutzt, das dritte, was Boden-Pokémon benutzt, und das vierte Mitglied, was Eis-Pokémon benutzt. Der Champion soll hierbei der Pokémon Platan sein, der zum ersten Mal überhaupt als Champ der eigene Professor in der Generation ist. Und sonst wurde hier noch hier so kleinere Sachen, über so kleinere Sachen wurde gemunkelt. Es sollen sieben legendäre Pokémon existieren. Das Legendentrio gibt es auf jeden Fall hier wieder, und es besteht wie in so Rubin, Saphir, Faragd aus Iventhal, Xerneas und einer grünen Schlange vom Typ Giftgestein. Dass es einen dritten Typen geben soll, ist ganz klar, wie ich finde. Ein drittes Pokémon neben Iventhal und Xerneas, denn es heißt ja XY, und was fehlt immer, wenn man von X und Y redet, genau wie auch in der Mathematik, Z. Und dass es dann eine grüne Schlange vom Typ Giftgestein ist, ist erstmal ein sehr cooler Move. Gift wäre dann halt auch das Pendant zu Iventhal, was vom Typ Fee ist. Und eine Schlange ähnelt vom Körperbau ja schon recht einem Z. Also es ist eins der einzigen Pokémon, was ich so in dieser Z-Form vorstellen könnte. Oder das eins der einzigen Tiere. Iventhal ist dann halt das X. Xerneas ist das X. Und Iventhal ist dann das Y. Hier korrigiere ich erstmal meinen Fehler von eben. Natürlich ist Xerneas von Typen Fee und die grüne Schlange wären dann deren Rivale. Dann soll es ein Feen-Trio geben, oder soll ja vom Typen Feuerfee, Wasserfee und Bodenfee. Und zuletzt noch ein komisch aussehendes Pokémon, was man über ein mögliches Event erhalten kann, wie beispielsweise Keldeo, Meloetta oder Genesect. Ja, das war's so über die Legis. Fände ich eigentlich ganz cool, dass es dann wieder zwei Trios gibt. Und auf jeden Fall nochmal ein Z-Typen-Pokémon oder ein Z-Pokémon. Sonst wurde hier noch zu guter Letzt was über die Kalos-Region gesagt oder gemunkelt. Man munkelt ja. Das ist jetzt alles Gerüchte, ja. Jetzt bitte nicht sagen, ist auf jeden Fall so. Ich weiß, es klingt ziemlich verlockend und ziemlich genial, alles. Aber es kann sich natürlich auch noch ziemlich viel ändern oder es stimmt überhaupt gar nicht. Aber ich denke mal, viele interessiert das und diskutieren ist immer gut. Viele haben Ferien und wir stehen kurz vorm Release. Ihr seid bestimmt auch so heiß wie ich auf die Spiele. Von daher lasst uns doch in den Kommentaren diskutieren. Ich lese alles unter den News, was ihr schreibt, immer zu 100% und bilde mir dann auch eine Meinung zu euren Aussagen, wie ich finde. Ob das möglich sein könnte und so weiter und so fort. Egal, kommen wir einfach jetzt mal so langsam zum Schluss. Wobei, ich finde das unwichtig, das mit der Kalos-Region. Das könnt ihr euch ja selber durchlesen, wenn ihr euch darüber interessiert. Ja, oder wenn es euch interessiert, so. Und ich würde sagen, meine Freunde, vielen lieben Dank fürs Zugucken, fürs Zuhören. Ich werde wichtigen Links in die Beschreibung packen. Ich finde diese ganzen Ideen, die ganzen Vorstellungen und Gerüchte genial. Sehr plausibel auch, also wenn die wirklich stimmen. Hut ab an dem Insider, den man da ausquetschen konnte. Aber sonst genial. Genial. Also ich feiere diese ganzen Ideen, die hier gesagt wurden. Ich bin gerade auf 180. Ich bin heiß auf dieses Spiel. Ich möchte diese Spiele spielen. Ja. Ansonsten, ja, wie gesagt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch genauso. Lasst euch eure Meinung über diese Gerüchte, wie gesagt, hören. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut, bleibt schön fruchtig. Euer Bänger der Zehnfinger. Ciao.